Fast Forward Science ist die Verbindung. Fast Forward Science ist für mich die Verbindung zwischen Kunst und Wissenschaft. Ich muss sagen, eine wirklich sehr, sehr beeindruckende Grafik, die du da geschaffen hast. Danke. Wie lange hast du daran gearbeitet? An der Animation selbst etwa eineinhalb Monate, zwei Monate. Ja. Okay, aber es ist wirklich sehr, sehr geil. Wie bist du darauf gekommen? Warum ausgerechnet so? Hat der ein bisschen was Dunkles? Ich weiß nicht, wenn ich so wissenschaftliche Themen anschaue, oder vor allem das Energiethema, dann ist mir wichtig, dass man eigentlich ehrlich ist. Und die ehrliche Situation ist halt einfach sehr düster momentan. Das bedeutet nicht, dass es in Zukunft so sein muss, aber einfach, dass man das ehrlich anschaut und dann auch das Ganze dann steuern kann, oder? Weil bevor man das nicht irgendwie richtig, ein richtiges Assessment macht von der Situation, kann man das gar nicht irgendwie beeinflussen. Glaubst du denn, dass sich die Kunst zu wenig der Wissenschaft widmet oder widmet sich die Wissenschaft zu wenig der Kunst? Ich habe ja den Split, dass ich mal Physik studiert habe, zwei Jahre, und dann habe ich es dann sein lassen und habe zur Kunst gewechselt. Haben alle gemeint, ich sei geisteskrank. Aber, als du Physik studiert hast oder als genau, du es bleiben lassen? Das es bleiben lassen haben. Ja, das zuerst war es auch noch komisch, dass ich Physik studiert habe. Aber, aber dann der Übergang ist halt sehr schwierig, dass das irgendwie so getrennt ist in der Gesellschaft. Oder vorher war es ja, Da Vinci war ein Universalgelehrter, das konnte man machen, irgendwie Kunst und Wissenschaft. Und heutzutage ist das eigentlich nicht gern gesehen. Also man kann irgendwie Filmwissenschaften studieren, also irgendwie Filme anschauen und Physik machen, aber nicht Kunst und Physik. Das ist nicht möglich. Ich finde, du hast gezeigt, dass das Gegenteil möglich ist. Ja? Physik geht zusammen, uns geht zusammen. Karim Yazi, vielen Dank. Danke. Ich finde es wichtig, dass Wissenschaft nicht nur seriös ist, sondern auch gut aussieht. Ich meine, Leonardo da Vinci würde auch Videos machen heute.